eigentlich wieder hier hochlaufen und dann von oben erstmal von dem Wald aus reingucken. Ja, gute Idee. Ich will den Ball nicht, Ball nicht mehr. Oh mein Gott, da kommt er mit seinem Reifen, Alter. Um die Ecke geschlichen. Ja, dann gib ihn her. Wenn schon so schlimm. Na gut. Nein! No, no way. Boah, Glück gehabt. Jetzt ist er hungrig auf einmal. Super. Ja, ich muss aber trinken. Ja, machen wir dann da in der Stadt. Jo. Okay, dann auf. Hat noch einer nachgeladen? Nein. Hey, ist Jeleno nicht auf der anderen Seite? Victor aber bestimmt nachgeladen, weil er die Waffe in die Hand genommen hat. So spät. Okay. Nee, jetzt habe ich nichts gemacht. Nee, du hast die Waffe in die Hand genommen. Ja, Banden. Ja, gerade eben, oder? Nee. Also in. Na klar, du hast zwar eben noch einen Reifen in der Hand. Oh, Kunde. Ich bin gelaufen schon mit der Waffe. Sag ich jetzt mal so. Keine Ahnung. Ja, sehen wir ja, hören wir ja. Wenn uns einer sieht. Oder die campen alle wieder in Tscherno. Jo. Tscherno ist hier voll PvP, da sind nur Kranke unterwegs. Ehrlich, nur Amokläufer. Echt? Voll durch. Werden wir uns da mal nicht hinbegeben, also vorerst. Fahren wir nachher mit dem Auto durch. Das wär's. Da kommen sie alle raus, die Geier. Mal eben oben in die Hütte gucken. Hast du noch einen Rucksack? Kleiner Teller. Wo ist er? Aha, ja, in der Hütte. Ein 20er habe ich ja auf dem Rücken. Da ist ja nicht drauf. Scheiße, echt. Kann man von hier nicht perfekt mit der Longhorn reinschneiden? Ja, ne? Okay, ich guck mal. Immer schön den Wald im Auge behalten. Danke, sauber. Ja. Gute Idee. Baracken sieht sauber aus. Zombie auf der Wiese. Mehr aber als auch nicht. Ich dachte, Kühe. Lass ruhig. Können wir mal Hallo sagen? Ein Schuss in die Luft. Mal gucken, ob die Ameisen rauskommen aus dem Bau. Na, das machen die nicht. Echt? Hier aus der Zeltstadt sind es auch noch 5 Minuten. Von den Klavier aus in die Scheiben nicht mehr reingucken. So wie jetzt.
Sag, wenn ihr reinlauft. Ich lauf rein. Hier liegt noch ein Salinberg direkt. Ey, da ist einer. Okay. Bist du das? Läufst du auf mich zu? Der läuft auf mich zu. Schieß ihn ab. Der läuft am Haupttor, ist der jetzt. Ich seh ihn nicht. Ich lauf wieder zurück zu euch. Ich guck jetzt aufs Tor. Mit SKS und so. Ja, auf keinen. Grüne Jacke. Fall mal ein bisschen zurück. Kann auch sein, dass er in die Baracke reingelaufen ist. Also Haupttor sehe ich. Haupttor habe ich auch. Ich bin hier am Laufen, ne? Also nicht wundern. Ja, ich hab's auch im Visier, aber ich sehe nichts. Der ist bestimmt hinter der Mauer jetzt und wartet. Er könnte uns sehen, genau. Wir sehen ihn aber nicht. Jemand ist an mir vorbeigelaufen gerade, oder? Ja, das bin ich. Ich laufe hier permanent rum. Und wer ist dann von uns beiden reingelaufen oder von uns vieren? Ich bin reingelaufen. Ich bin reingelaufen, rausgelaufen. Hm. Darf man das ja nicht rechts rumläuft, hinter der Wand. Ich hab ihn gesehen, Der ist an den Baracken. Ich lauf mal vor bis zum Tor. Hör auf zu atmen. Der ist an der zweiten Baracke. Also nicht an den Baracken, an diesen Loothäusern. An diesen Schuppen da? Ja, genau. Wo die Panzer sind? Ja, genau. Versucht den zu umlaufen. Geht einer von euch mal so rechts an dem roten Backsteinhaus? Ja, bin ich. Kommt jemand mit? Okay, ich gehe von hinten rein jetzt. Ich bin jetzt hinterm Pförtnerhäuschen vorbei. Okay, dann umzingeln wir den gut. Ich bin jetzt fast. Oh, hier steht noch einer. An der Mauer ist jemand. Wer ist an der Mauer jetzt? Keiner, also nicht. Ey, der cheatet! Hinter dem Police-Ding ist auch direkt einer. Hinter dem, Ja, an der Mauer. Ich sehe da jemanden an der Mauer. Ich will ihn nicht. Ey, das ist so komisch. Ich habe ihm 3 Schuss mit der SKS abgegeben. Er war so am Saften, der Typ. Der hat eine Winchester mit Long, Scope. Hey, nimm du mal die Waffe in den Anschlag. Du neben mir mit dem Hut. Ja, ich guck hier rechts dran vorbei. Guck wohl links an der Baracke vorbei, Richtung Mauer. Bin bei den kleinen Baracken. Dem Haus. Da war gerade jemand mit dem Rucksack. Ihr müsst aufpassen, direkt hinter dem Gefängnis oder was das ist. Direkt dahinter liegt einer. Ich denke mal, der ist auch tot. Da bin ich jetzt gestorben. So. Lauf mal zurück zur Straße und umrennen mal das ganze Gebiet. Genau, versuch das so, wie ich das gemacht habe, von links zu umrennen. Ey, das ist so ein Witzspiel, weißt du, wie ich meine? Ich hab den voll im Visier, 3 Schüsse, ich sehe, wie die in seinem Blut, der dreht sich um, schießt einmal mit seiner scheiß Winchester und ich bin tot. Hm. Das ist ein Witz, aber der muss hundertprozentig auch tot sein. Hier an der Mauer ist jemand gewesen. Ich hab's vorher. Ich hab einen Zombie hinter mir. So ein Witzspiel. Hinten bei den Panzern sollte auch einer sein, Freund. Ja, also die sind zu zweit. Einer war ein komplett TTS-KO gekleidet mit Winchester und der einer ist hinter mir, einer ist genau neben mir. Wo hinterm bist du? Hinterm Gefängnis. Genau, hinterm Gefängnis ist einer. Und einer läuft mit einem grünen Mountainbike-Pack Richtung großen Baracken. Ich hab hier auch gerade einen Schuss gehört. Zombies am Hals, also guck hin, wo die Zombies hinlaufen. Er steht im Gebüsch. Der schießt hier irgendwo. Naja. Ja, ich höre ihn, ich sehe ihn aber nicht. Der ist an der Mauer irgendwo mit seiner scheiß Winchester. Der schießt. Ich. Hast du jemanden im Visier? LOL, der Typ steht genau vor mir mit seiner Knarre und diesen Zigarren. Warum ist der? Komm zurück. Ich bin. Da läuft der Grüner. Ja, der mit dem Grünrock erzählen, der wollte nicht gerade schießen. Der wollte gerade auf mich schießen, ne? Bisschen durchgeklettert. Das ist der Typ, der ist. Der schießt auf mich. Keiner. Hinter der Mauer. Zwei Hits hat er mir gegeben.
Scheiße, komm, holt die. Das sind zwei Mann, die müssen wir kriegen. Leute, kommt. Die sind um die Mauer rum, oder wie? Ich sehe ihn. Ja, ich bin tot. Warte, ich werf eine Flash rüber. Ja. Der flippt aus. Gott! Ich sehe ihn, den gibt's ja nicht. Ich hab genau das gleiche gehabt, wie gesagt, was willst du machen? Das ist Daisy. Ja, ich schieß ihm zwei Stück auf die Beine. Hast du geworfen? Du? Ja, und durch die drei auf den Oberkörper. Scheiß Leck. Ich seh ihn laufen. Wurde ihn geworfen. Okay. Ja. Ich hab's gehört. War noch hinter der Mauer. Lauf doch, du Arsch. Ich seh ihn leider nicht. Oh, mein Headset war aus. Mit was für einer Waffe hat er geschossen? Ich hab eine Winchester und eine SKS. Winchester müsste ich erschossen haben. Okay. SKS hat mich gerade erschossen. Ja, der Winchester-Typ muss richtig tot gewesen sein. Den hab ich ja richtig gegeben. Ja, den hab ich auch nochmal gegeben. Der lebt noch. Ja, der war nur am Saft. Ja, der ist jetzt draußen am Tor. Rennt Richtung Eingang. Ich hab einen guten Spawn. Ich bin. Ja. Hast du den? 10 Minuten bei euch. Wo ist er? Ich bin auch am Laufen. Ja, Mann, der ist hier um. Hol dir Victor mit Ultra Lag. Der ist weg. Ah, jetzt aber. Haben wir noch schnell Action gehabt. Aber der hat echt eine AK da erfahren. Wenn du eine gute Pass brauchst, nimm seine. Zieht mal die Sachen von den Leuten raus. Ich war der irgendwo mitten auf. Also, wenn der eine tot ist. Ja, die Zombies sind noch heiß auf ihn. Die sind gerade weggelaufen, ich weiß nicht wohin. Und ich muss nachladen. Kommst du rein? Die haben uns aber gut gegeben, die Jungs. Aber ja, das ist komisch gewesen. Also ich bin jetzt hinten, genau an der Ecke. Der hat von mir so auf die Fresse gekriegt. Warte, SKS-Mann kommt. Der muss von hier gerade durchgehend sein. Schießt du? Ne, das war ich gerade. Ich musste mich gerade hier ein bisschen wehren. Du hast den mit der SKS richtig gegeben? Ja, ich hab den schon richtig zersiebt, aber ich hab ihn auch auf die Beine geschossen, zweimal. Damit er aufhört zu laufen, aber keine Ahnung, hat ihn nicht gestört. Ich hätte die Mosin rausholen sollen, Alter. Aber der eine hat mir einen Winchester-Schuss gegeben. Echt? Wie gesagt, das Geile war, der hat in die Richtung gezielt, wo ihr gesessen habt ungefähr. Ja. Und dann konnte ich mich ja von hinten, dann habe ich auf den geschossen. Bam, bam, zwei Stück. Dann sehe ich wieder Blut so am Wegspritzen. Dann hat der sich in den Busch versteckt. Dann habe ich einfach drauf gehalten, einfach reingehämmert. Dann sehe ich, wie der sich umdreht, wie die Waffe auf mich gerichtet ist. Buff, weg. Ja, da in diesem Gebüsch saß er dann auch noch. Und ich aimte dann zur Ecke weg. Hab 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal da reingeschossen. Hab ihn aber auch 3, 4 Mal getroffen. Und neben mir steht auf einmal sein Kollege mit der SKS. Am Klicken, weil er keine Munition drin hatte. Ja, mies. Und ich dann, lol. Lauf denn weg, er hinter mir her, ein Zombie auch hinter mir her. Aber ich hab hinten dir alles rausgelegt, ja. Ja. Hat mich dann zweimal angeschossen und das hier Zombie hab ich dann auch getroffen. Dann musste ich stehen bleiben, hab auf ihn geschossen und er war dann gerade am Nachladen, hat das aber geschafft und mich dann auch erschossen. Und wo war der Winchester-Typ ungefähr? Genau hinter dem Gefängnis. Genau, da muss ich auch liegen irgendwo. Ja, ich muss ein Stückchen vor dem Gebüsch liegen. Habe ich ausgezogen schon. Der war aber komplett in TTS-Code. Ja, ich bin jetzt wieder rausgelaufen. Ja. Am Tor bin ich. So, nicht am Tor? Ja, komm mal hinten. Also hinten, ich gehe zu der Leiche. Ich loot jetzt die Leiche von dem Typ. Also wir hätten noch ein bisschen länger oben scouten sollen. Aber vielleicht hätte der uns dann mit seinem Hunting-Scope uns weggeholt, ne? Das glaube ich schon. Ich glaube, der hat uns früher gesehen. Denke ich auch. Ich finde den Typen nicht. Wir haben ihn durchgesiebt. Schwarzer SKS, ich nehme seinen Rucksack mit. Also, was hat er da überhaupt drin? Sag mal. Ein paar Sachen. Ich bin gleich Military Base in dem Wald. Da bin ich gleich. Boah, Alter, fall um, du scheiß Zombie. Mensch! Jetzt aber. Sind die denn jetzt alle tot da? Einer lebt noch hier. Was? Oder hast du einen erschossen?
Nee, ich hab nur den einen abgeknallt, der dann durch die Wand gerannt ist. Den du dann hinterhergelaufen bist. Ah, jetzt ist sind die ganzen Sachen weg. Ja, ich meine, der hat SKS gehabt. Ja, dann haben wir da alle. Mit dem Grünen, ne? Und wo ist der mit dem Winchester? Der müsste irgendwo hinterm Gefängnis in so einem Gebüsch sitzen. Aber der müsste tot sein oder unconscious. Eins von beiden, oder er müsste verbluten. Aber haben die Schweine gut uns... okay, die waren ja auch nicht aus der Puste. Wir sind von oben runtergerannt und alles. Ja, die hatten auch alles viel besser im Blick. Die saßen ja überall, oder der Winchester-Typ, der saß ja überall so schön. Ja. Wer wusste, dass wir schon reinkommen? Ja. Aber hier hat ein Licht keiner mehr. Ja, leider okay, das der hat da nicht mit gerechnet, dass ich ihn umlaufe. Ich hab da einen Ja, ich hab dein Loot auch alles rausgezogen, aber das ist jetzt alles weggebackt. Ah, ja, kann sein. Arschlecken. Oder nimmt so viel mit an Waffen, oder dass jeder von uns wieder eine Waffe hat, das reicht. Hauptsache wir können schießen. Ja, ich habe noch die AKSU drin. Ich lege jetzt so totes Loot eigentlich auf die Straße. Damaged. Was ich denn hier, ich finde keine Leiche hier. Der wird da nie aufgestanden sein und weggerannt. Das glaube ich nicht, der könnte glaube ich gar nicht mal mehr laufen. Der müsste so wenig Blut haben, wenn... wenn der noch läuft, dann geht gar nichts mehr. Also hinter der Polizei. Also, ja, genau dahinter. Genau dahinter, da ist mitten... Da müsste großer. So ein Loch sein, in der Mauer. Ecke ja, genau. Ja, und dann, müsste da zwei, drei Büsche kommen und so ein Baum, glaube ich, kommt da auch noch. Ja, direkt hinter dem Gefängnis waren, oder ich weiß nicht, wie der Teil da heißt, war ein Riesenbusch. Kann sein, dass du die Büsche wegmachen musst, dass er da reingebackt ist. Der kann nicht mehr leben, also wenn der noch lebt, dann... Also ich habe da schon 10 Schuss reingeknallt. Ich war bestimmt auch bei 8 oder so. Und ich habe den ja bluten gesehen. Ja. Krass. Also der kann nicht mehr leben. Dann steht 2-2, ne? Ich hab jetzt hinten alles. Nee, gar nicht, noch 2-1. Die sind noch. Wir laufen wieder zusammen. Ich bin auf der Hauptstraße, bin ich, am Haupteingang. Von dem wir hinten jetzt alles abgeholzt, ich finde keinen. Der, also entweder ist der weggebackt oder der ist echt wieder aufgestanden. Das wäre natürlich doof. Ich hatte sich ausgelockt, aber vielleicht ist nicht genug. Meistens holen sie ihre Freunde. So, wo bist du auf der Hauptstraße? Mhm. Am Tor. Das Haus kann man gut bewachen. Jetzt habe ich das ganze Loot hier rausgelegt auf die Straße, das wird Leute anlocken. Ja. Das liegen echt schöne Sachen, Waffen und so ein Scheiß, aber das ist alles drin kaputt. Ich bin jetzt oben an den Hochhäusern von Cerno. Ich brauche noch 10 Minütchen bestimmt. Ich kann mal denn was noch. Also ich bin gleich da. 5 Minuten bin ich da, wenn überhaupt. Also hier bei uns. Ja, ja. Okay. Ja, dann bewachen wir hier noch die Ecke. Viktor, wo bist du? Soll ich da hin? Ja, ich bin am Pförtnerhäuschen. Ja, ich bin jetzt hinten, da wo ich vorhin reingegangen bin. Siehst du mich? Ja, an der Straße. Hör dich? Ja. Aber der SKS-Typ ist bestimmt abgehauen. Ja, der SKS-Typ wurde ja erschossen anscheinend. Achso, ja, stimmt. Wenn der hinten an der Mauer war, kann der vielleicht hinter der Mauer abgehauen sein. Beide müssen aber tot sein. Können wir vielleicht nochmal... Warte mal, ich gehe mal hinten in die Ecke wieder. Dann gehe ich mal durch die Mauer gucken. Vielleicht ist der echt da hinten raus und ist dann da verblutet. Kann ja auch sein. Winchester schwöre ich, dass die tot ist. Die kann nicht mehr leben. Also wenn die noch lebt, dann ist es echt heftig. Wenn du auch noch der gegeben hast, dann... Ja, 3-4 Stück habe ich auf seinen Körper einknallen sehen. Und den Rest habe ich einfach reingerotzt. Und jetzt habe ich eine Peaches-Dose gefunden, dann schaffe ich das auch zu euch. Oh mein Gott, ich bin hungry, aber ich bin gleich bei euch. Na, ich war ja auch. Ich habe eine Packung Chips gefunden. Ja. Bin selber hungry. Aber könnt ihr im Notfall so machen. Ich versuche erstmal zu meiner Leiche zu kommen. Also ich bin komplett Bambi, ne? Ja. Haben sie eure Sachen gelootet oder liegen die noch?
Weiß ach hier, ne, deine Sachen sind alle hier durch die Wand durch. Oh, Winchester. Der liegt ja noch. Winchester. Wo ist er? Bei mir hier hinter der Wand. Hast du die Winchester? Alter. Scheiße. Der hat bestimmt viel Loot gehabt, ne? Der sah nämlich ja aus. Schießt du? Ich sehe nicht. Ja, scheiße. Komm zurück. Ja. Ich laufe, der ist hinter der Wand, der ist echt hinter der Wand, der Arsch. Lebt er noch? Ja. Was? Alter Falter. Boden. Kann nicht leben. Boah, wechsel doch Highlander die Waffe, ey. Hinter der Wand, sagst du. Scheiße, ich bin jetzt auf dem Feld und er schießt nicht. Voll der Highlander. Der lebt noch, oh mein Gott. Wow. Der ist jetzt mit drin, glaube ich. Ne, der ist immer noch draußen. Der ist drin, im Gefängnis. Ich höre den direkt neben der Mauer. Ich laufe außen an der Mauer lang. Das bin ich, aber ich bin drin. Schieß mich ja nicht ab. Zwischen den Gefängnissen, zwei Baracken laufe ich durch. Zwischen. Ich hab eine Axt, dann mach ich mit der Axt. Boah, was? AK. Wer schießt? Ich. Ich nicht. Boah, wo ist die Affe? Scheiße. Du hast jetzt mit der AK geschossen? Ja. Du bist jetzt an der Baracken? Ja, ich bin innen drin. Okay, ich laufe außen rum. Weißt du, wo ist der lang gelaufen? Weil der war ich da hinten durch, ey. Der Arsch. Nee, man, du verarscht mich so. Nein! Hast du den Winchester-Schuss nicht gehört? Hier, ich hab jetzt. Ja, Winchester mehrmals, so. Ja! Oh, du bist jetzt hier, wow. Ja, ja. Aber der muss hier sein, irgendwo. Ja, ich denke mal, er ist. Ja. Aber ich muss jetzt mal aufpassen, wenn er jetzt wieder außen rumläuft. Dann kommt er hier gleich durchs Loch. Oder der rennt jetzt hinten in den Wald und versucht uns von da aus zu kriegen. Ey, ich muss den kriegen, den Arsch. Aber ich weiß nicht, ob ich den getroffen hatte. Zu ihm bestimmt laufen sie hin. Oder auf dich. Nee, auf mich. Voll komisch, dass der so viel ausgehalten hat, der Typ. Oh, wechsel da mal was schneller, ey. Und ich hab auch auf die Füße gezielt. Ich sagte, hier cheaten sie und spielen mit den Tritten. Sie haben irgendwie. Also meine SKS habe ich wieder, den Rest nicht. Hm, hier ist eine Jacke in der Baracke. Alter. Der aushält, ey. Ich fühle mich irgendwie total unsicher hier draußen. Granate, unbrauchbar. Munition. Ah, fuck. Also jetzt hat er die SKS weggeschmissen, ne? Ich glaub's ja nicht. Also ich muss mal eben rein, ich muss mich verbinden. Mhm. Wo ist die Winchester? Dann versuche ich ihn zu rushen. Der ist hinten in der. Hinter dem Gefängnis, hinter der Mauer war der. Da bin ich rumgelaufen gerade. Gut, er hat irgendwie aber nicht auf mich geschossen. Aber. Ah, verspätet! Er sieht ja, weil ich so rumlegge, sieht er eigentlich erst später, wenn ich losgelaufen bin. Vielleicht deswegen. Hey, ich muss was essen, sonst fliege ich hier um. Ich esse mal. Na, jetzt hoffentlich wascht er jetzt nicht. Kann gerade nicht decken. Okay. Ihr habt zu viele Zombies rundherum, dass er abhauen könnte. Er hat nachgeladen? Ich nicht. Oder Waffe in Anschlag genommen? Das habe ich gemacht. Das hört's, ne? Wow. Nee, das war jetzt was anderes. Das war was anderes. Hinter uns ladet einer nach. Ich habe gerade die Waffe in der Hand genommen. Ich muss meine SKS wiederholen. Die liegt hier irgendwo neben. Warte, geh jetzt nicht raus. Hinter der Baracke, neben mir. Ja, nicht, dass er jetzt die SKS genommen hat. Ich habe die AKSU. Komm raus da. Komm mal raus, gib mir mal eben Deckung. Boah, krass. Vielleicht sind das noch mehr. Man weiß es ja nicht, wenn der immer noch da bleibt. Also vielleicht war es auch ein anderer, der sich das Ding geholt hat, aber da ist eher noch ein Zombie, du könntest. Haupteingang habe ich zugemacht. Ja. Ich hab das Tor und so. Krass, was ein Mensch so uns in Schacht halten kann.
Ja, man, wenn man weiß wie, kann man sich hier super verstecken und dann... Ja, wir können auch mit dem Fangnis spielen, ich weiß es, du sonst... Wir müssen einfach hoch und von oben auf ihn gucken. Ja, das weiß aber nicht genau, wo der ist und der hat ja, seinen der Vorteil. 20 Sekunden. Ich zieh mich jetzt zurück, dann ist er hinter eigentlich mir. Eigentlich müssen wir jetzt hier... Warte, ich habe jetzt nur einen Frame hier. Wow. Wer läuft von euch hier gerade bei den Baracken? Wir zwei. Oh, Alter. So, bist du jetzt auch hier? Ja, ja. Schön. Dann lauf mal an der Mauer außen rum. Gucken, ob der da ist. Jetzt ist er an der Mauer. Wer läuft? Ja, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Und das schießt jemand auf dich, glaube ich. Was? Komm rein, komm rein. Komm rein. Hinter mir ist auch einer, hinter mir ist einer. Voll die Ex. Genau da, wo du hinzielst, ist der. Fast an der Straße. Ja, an der Mauer ist jetzt. Komm du rein. Ja, also, warte, ich muss erstmal aufstehen. Oh mein Gott. Oh, ich sehe keinen. Von meiner Richtung aus. Da oh steht doch einer an der Mauer. Aha, das bist du, okay. Das bin ich. Und wo ist noch ein anderer? Warte, ich guck mal kurz. Wo ist der? Ich hab noch eine SKS. War hier gerade eben noch. Ja, vielleicht ist jetzt außen rum gelaufen. Vielleicht war das der Typ auch. Ich hab noch eine SKS auf dem Rücken. Will sie jemand haben? Ja, ich brauch das Schuss. Wow, hier ist ein Zombie. Du merkst. Wow. Pass auf. Eigentlich müssen wir uns jetzt packen. Wow. Sorry. Wer ist das? Das bin ich. Wer hat geschossen? Nicht. Winchester. Winchester, wo? Ja. Links irgendwo. Wow. Immer noch hinter dem Gefängnis, ja? Nee. Da von dem Hügel, wo wir hergekommen sind. Ah, dachte ich mir schon. Ja, da hat er auch gut. Zombie hinter dir. Zombie hinter dir, pass auf. Vom Hügel aus. Ich bin tot. Krass, schon wieder. Kann doch nicht sein, dass hier vom Hügel aus. Nicht, dass hier oben am Hügel ist. Ja. Er sitzt bestimmt auf diesem Hochsitz, wo wir die Batterie zuletzt hingelegt haben. Wisst ihr noch? Ja. Da sitzt er bestimmt oben drauf. Anders hätte er mich nicht sehen können. Ich bin jetzt hinter der zweiten Baracke. Ich nehme ja meine... Warte, ich brauche ein bisschen Deckung. Alter, der Zombie macht mich gerade kalt. Hilf mir, in der Ecke. Ich hab keine Munition. Hab ich. Kannst du mich decken? Ja, gerade schlecht, ich muss gerade mal nachladen. Ich hau den jetzt, ich versuch den Typen dann mit der Schippe da oben irgendwie zu kriegen. Wow. Zombie, du bist ja echt mal heftig. Was ist? Was für ein Bastard. Wie hat er mich gekriegt? Zombie tot? Die Frage. Der ist nicht weit von uns, der ist nicht auf irgendwo, der ist irgendwo hier bei uns in der Ecke. Der Schuss wechselt zu oft die Richtung. Normal, der schießt und wechselt die Position, der ist ein Stoff, der ist ein guter aber Spieler. Da muss er in die Entfernung, ja. Einhalten. Auf was schlägt er jetzt? Ich bin es. Danke. Ich mach Tür zu. Boah, jetzt fall doch um, du Mistvieh. 20 mal draufgehauen. Boah, der wechselt immer diese scheiß Position in dem Menü unten, das ist echt Wahnsinn. Ja, speichern wir auch nicht. Das ist so, ich brauch mal eben Deckung, ich bin mich gerade am Verbinden. Wie sieht's mit deiner Munition aus? Ja, nicht mehr so viel, ne? Ich habe jetzt noch knapp 30 SKS. AKSU ist, glaube ich, halb voll. Ich sehe, was bringt in meiner SKS, war noch ein Schuss. Yay. Also wenn ich jetzt wüsste, wo der Arsch jetzt ist. Und sonst habe ich noch 16 Schuss oder so. Warte mal. Der kommt echt mal. Aus irgendein Fenster kann er schießen vielleicht. Mal rennt er runter mal hoch. Ich guck gerade oben auf die Scheune. Ich brauche nur Rückendeckung, das ist ja nicht hier. Gleich von hinten. Immer schön in Bewegung bleiben. Ich hasse diesen Rucksack, diesen grünen Rot.
Den will ich jetzt gerade gar nicht haben. Kommt weg. Oh, SKS ist wieder am Anschlag. So, ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt? Versuchen wir jetzt hinten rüber raus? Also ich bin fast da. Einmal komplett außen rum. Und den einzig umzingeln, oder wie? Ja. Stehst du an? Quasi hinterm Gefängnis raus. Von hier aus gesehen rechts rum. Ja, durch die Stadt weiß ich nicht. Ich sehe einen laufen an der Wiese. Ich sehe ihn wegrennen. Mit dem großen Rucksack. Wo? Er läuft jetzt weg, wenn wir die Hauptstraße. Komm jetzt an die Ecke, genau an die Ecke von dem, wo so ein Müllhaufen liegt. Da bin ich. Ich bin jetzt am Durchgang. Ach, da hinter den Tonnen bist du. Der ist jetzt an den Straßen, an der Straße. Hey, seit wann gibt's in Wäldern Statuen? Ja, du kannst jetzt über die Straße laufen. Das bist du doch hier. Lauf über die Straße. Ich führe dich. Im Wald gibt's eine Statue, das erste Mal gesehen. Echt? Schau mal, wenn du jetzt hier bist, müsst auf deine Höhe. Er ist oben in die Stadt gelaufen. Genau auf deine Höhe. Jetzt musst du ihn zu deiner Linken haben, irgendwo auf der anderen Seite. Wenn wir ins grüne Haus gehen, sehen wir ihn von hinten theoretisch. Durchs Fenster, genau. Ja, im Haus ist aber taktisch etwas unklug. Unklug? Der hat sich hier irgendwo verpisst. Da, der ist neben dem Haus. Der ist neben dem Haus, läuft jetzt über die Straße. Läuft jetzt über die Straße? Ja, das ist gerade auf die andere Seite gelaufen. Hier rein, oder wo? Ja, ein Stückchen hinten rum. Also jetzt auf der linken suchen, ja? Hier. Ja, ich guck, der kommt bestimmt hier gleich durch, hinten. Nur, dass er nicht ganz außen rumläuft. Der ist hier. Hast du? Warte. Ich bin tot. Wieso? Sniper, Mann! Nur aus dem. Scheiße, wer ist er? Der ist, glaube ich, nicht der ganz normal, gedeckt. Der Typ. Nee, der war gedeckt. Oder? Ja, genau. Wo ist der? Wo war der genau? Hauptstraße. Ich habe ihn gut angeschossen. Der müsste jetzt bluten. Er rennt da mit irgendeiner Axt rum oder so. Das war ein Bambi. Und der Sniper hat mich erwischt. Krasses Ende. Das wäre jetzt ja wohl scheiße, oder? Autsch. Mitten im Fight, nicht? Mitten im Fight kriege ich den Kopfschuss. Oder so. Hörst du. Er hat dich beobachtet, dass ich da echt mal, was ich mache. Und hat auf den Moment gewartet, wo ich gesessen bin. Still war. Schick. Scheiße. Ich hab einen Bär respawnen, Alter. Boah. Also wenn man da unten immer spawnen würde, könnte ich mir, wäre es für nicht so schlimm. Aber jetzt wieder hochrennen. Das geht eigentlich noch, ne, da hochzulaufen. Kommt auf die Position drauf an, wo du spawnst, ne? Ja, ich finde aber von Cerno noch, von Balota, also da unten die Ecke ist ja okay. Ja. Wo bist denn du jetzt gerade? Ich müsste bei diesem Pop, oder wie das heißt. Poplovo? Die Stadt da drunter. Okay. Bist du schon Military Base in Wald dran vorbei, oder was das sein soll? Da müsst schon. Daisy for all, ne? Dieser Server hat schon Pep. Hier wird echt mal hier spricht man irgendwie gar nicht. Hier wird nur gefightet. Ja. Gnadenlos, Mann, echt. Hier existiert das Wort friendly nicht mehr. Wirklich. Das hat keinen Sinn. Aber noch nie auf dem Server. Ja. Der Tipp, auf welchen ich geschossen habe, der hat auch nicht auf mich gezielt. Ich habe einfach nur auf ihn geschossen, ne? Ja, ich bin zum Glück noch entkommen. Weil der kam jetzt von rechts. Das sind zwei Leute. Sag, es ist zu laut. Das heißt, das war nicht der über die Straße gelaufen ist. Dann war das bestimmt der mit der Axt. Mhm. Oder der Bambi, den du gesagt hast. Wahrscheinlich. Er hat mich abgeknallt, deswegen, weil ich auf Bambi geschossen habe. Deswegen hat der Sniper mich ab. Er hat beobachtet, was ich so mache. Vielleicht war es sein Kumpel, den er beschützt hat.
Keine Ahnung. Das war wieder so ein dummer Test. Normal, der hat sich irgendwo auf die Berge versteckt mit einem Hunting-Scope. Wäre der doof, der Typ, wenn er da unten bleiben würde. Wenn sein Kollege aber der, schon das abgeschossen war ziemlich, wurde. Das war ziemlich nah. Okay. Echt? Vielleicht sitzt er im Klavierhaus oder sowas. Ich war, glaube ich. Im grünen Haus. Ja, das wäre super. Das wäre super für den gewesen. Aber ja, das grüne Haus kann er alles. Aber so ein Schuss, wo. Da fliegt ja richtig so. Sowas habe ich gehört. Von weit her. Aber ich robb jetzt hier hinterm Gefängnis, robbe ich jetzt gerade den Abhang runter und hab die Mauer im Blick. Okay. Ja, ich lieg auf der Straße, Hauptstraße. Ja, da renne ich jetzt leider nicht mehr hin, weil das ist mir zu gefährlich. Warum denn nicht? Nee. Der ist grau. Ich brauch glaube ich auch nur noch einen Hit. Mit dem Messer oder so. Nur auf einen spitzen Stein treten, dann falle ich schon um. Normalerweise über den Berg hier und dann müsste ich da sein. Kommst du jetzt wieder von da, wo wir vorhin gekommen sind? Über den Berg? Ja, der, genau. An der Scheune vorbei? Ja. Ja, ich kann jetzt von hier genau. Nee, ich komme von der anderen Seite. Ich komme von der Military. Von okay. Der Base da. Ja, lauf mal von dir aus gesehen rechts dran vorbei. Da kann ich ja machen. Uns dahinter. Gerade ein bisschen gebüsch. Also ich laufe überhaupt generell oben einmal den ganzen Waldweg ab, nicht dass der da irgendwo sitzt und kriegt ja direkt einer mit der Axt von hinten. Ja, bis der sich rumgedreht hat mit seiner Winchester, ist dann Lackschuss. Ja, aber die Winchester, die hatte auch zwei Schuss, ne? Hintereinander. Fünf Schuss? Okay. Die noch nicht so. So, jetzt habe ich das Ganze mit der Longhorn mal. Jetzt weiß ich, warum ich die Winchester nicht mag. Ich finde die eigentlich voll geil. Ich mag lieber die Mosin. Ich hätte echt nicht rausgehen dürfen. Wieso bin ich da rausgelaufen eigentlich? Wollte dir zeigen, ja. wo der Typ genau. da ist. Wieso gehe ich da raus? Ich habe ein bisschen langsamer gemacht. Ja, das war also wir hätten... Ich hab die Winchester vergessen, beziehungsweise ich dachte, das ist die Winchester gewesen. Ja, dachte ich auch. Eben. Aber der wäre eigentlich viel zu weit. Ja gut, wir wussten ja nicht genau, wo er herkam, ne?